Wir können Zero endlich hinter uns lassen und uns endlich wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen. Zum Beispiel Koks oder was auch immer jetzt gerade so ansteht. Schauen wir doch mal, was CJ jetzt so vorhat, nachdem das Locust Syndicate zerschlagen ist. Torino's Last Flight. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. So, Torino steigt auf einem Helilandeplatz in der Nähe in einen Helikopter. Du musst dahin und ihn aufhalten. Ich weiß gar nicht, was der Bulle jetzt gerade von mir wollte. Offenbar habe ich ihn schief angeguckt, während ich telefoniert habe. Ich weiß es nicht. Magst du die Tür zumachen, CJ? Ah, dann mache ich das halt. So, ja, stimmt. Wir müssen Torino noch aus dem Verkehr ziehen. Da gibt es nur ein kleines Problem, denn der ist wie ein Wiesel. Der ist immer schon wieder woanders unterwegs, wenn wir ihn gerade erreichen wollen. Aber diesmal stehen die Chancen gut. Wow, da schießt jemand mit harten Geschützen. Oh, what was you saying? So, wir müssen bloß schauen, denn das Problem ist, die Polizei sieht, was wir tun. Und ist auch hinter uns her hier. So, schauen wir mal. Wow, 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 wow. Das klingt nach Polizei. Ja. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Jetzt haben wir schon 2 Sterne. So, jetzt wird's eng langsam. Da müssen wir nämlich mal die Flucht nach vorne antreten. Und ganz schnell hier vormachen. So, damit wir nicht von den Polizisten hier belästigt werden. Aber ich glaube, wir sollten jetzt schon halbwegs Ruhe vor denen haben. Oh, jetzt geht's los. Der Helikopter ist in der Luft. Schnapp dir den Raketenwerfer und hol das Ding herunter. Würde ich gern, aber ich bin tot. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Das Gute ist, wir hatten mal einen Raketenwerfer. Wir haben ihn nicht mehr, sehe ich gerade. Wo ist der denn hin? Oh, wie gemein. Okay. Das ist natürlich Polizei in Los Santos. In San Andreas. Ja, interessiert mich nicht. So, interessiert mich gar nicht mit dem Koks. Nee, also, Polizisten in San Andreas ist echt der Hammer. Gut, dann machen wir den ganzen Spaß nochmal und schauen mal, ob wir uns diesmal besser anstellen. Na dann, auf zum zweiten Versuch. Schauen wir nochmal, wie es dieses Mal läuft. Vielleicht sammle ich erstmal meine Gegner. Ich habe gerade eine gute Idee. Mal schauen, ob sie wirklich gut ist. Ja, schieß, schieß weiter. Komm, schieß. Oh, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich, dass mein Fahrzeug zu brennen anfängt. Ja, 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 genau so. Und jetzt explodiert doch einfach alle. So, da haben wir nämlich keine Sterne am Hals und haben schon mal ein ganzes Stück weniger an Gegnern hier. Den einen dort können wir vielleicht überfahren. Hey, don't sweat it. Das ist weitaus weniger tragisch für unsere Polizeistatistik. Und dann wären wir schon mal nicht ganz so belästigt von den Polizisten. Wo ist denn der eine jetzt hin? Da war doch noch einer, oder? Bist du kein Polizist? Bist du hier irgendwie einer von Torinos Männern? Der hat selber noch auf uns abgesehen, der Typ. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall ziehen wir den mal hier aus dem Verkehr. Ne, ich glaube, er hat einfach nur irgendwie einen Schatten. Oder? Ne, der hat es doch auf uns abgesehen. Du Arschloch. So, hat sich das für dich auch erledigt. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir vielleicht... Das Motorrad hätte ich, glaube ich, gern. Naja, gut, egal. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir vielleicht die da oben schon aus dem Verkehr gezogen kriegen. Na, jetzt mach doch mal mit. Was ist denn los?
So, Nummer 1. Den zweiten sehe ich von hier aus nicht, aber den können wir uns vielleicht auch noch so holen. So, schauen wir doch mal. Diesmal stehen die Chancen ein bisschen besser, dass wir das Ganze überleben hier. Flieg nur, flieg! So. Jetzt hätten wir den... Ach du Schande, wir haben schon wieder so viel abgekriegt. Hätten wir den auch aus dem Verkehr gezogen. Ich stecke erstmal alle Waffen weg. Begib dich zum Freeway und schieße diesen verdammten Helikopter ab. So sieht's aus. Ich brauche unbedingt Leben. Ich muss irgendwoher Leben kriegen. Ach du Schande. Habe ich jetzt gerade so viel verloren durch den einen Typen, der da oben noch stand? Das kann doch gar nicht sein. Meine Güte. Na gut, das könnte etwas kritisch werden. Ich finde interessant, dass da diese riesen Boxen in der Kiste drin stehen. Na gut, das könnte etwas kritisch werden, denn wir haben ja gesehen, an Torinos Helikopter sind auch noch ein paar Leute dran, die schießen können, die Sturmgewehre in der Hand haben. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Kombination ist. Wenig Leben und Gegner mit Sturmgewehren. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, ich glaube, das waren gerade 120 Schuss für den Raketenwerfer gewesen, oder? Wir haben da auf jeden Fall gut Munition, also daran sollte es jetzt nicht unbedingt scheitern. Vermutlich eher an irgendeiner verirrten Kugel, die uns dann zufälligerweise trifft. Wir schauen mal. Der fliegt wirklich immer nur den Freeway lang, wie es aussieht. Oh, was ist denn das hier? Die Kiste rumpelt sich fest über den Gleisen, ich fasse es nicht. Also, magst du mal fahren? Oh Gott, was ist das denn? So, kannst du jetzt wieder, dankeschön. Wir müssen mal irgendwie nach da oben kommen. Das ist jetzt irgendwie nicht so ganz nach Plan hier. Ich befürchte halt auch, dass der weg sein wird irgendwann einfach. Also, dass die Mission gescheitert ist, wenn er zu weit wegfliegt. So, da vorne ist eine Auffahrt. Die sollten wir nehmen. Mit Vollgas! Also soweit dieses Ding Vollgas bietet. Okay. Wir sind dran zumindest. Mal sehen, ob uns das noch hilft. Ich weiß halt nicht, ob ich vor ihm soll oder ob ich hinter ihm halten und dann schießen soll. Bin mir da etwas unschlüssig. Oh shit. Bin mir da gerade noch etwas unschlüssig, was das angeht. Aber wenn das so weitergeht, wird sich das wahrscheinlich eh erledigen, weil er gleich weg sein wird. Oh Mann, wo fliegt er denn lang jetzt? Oh, der bleibt wirklich auf dem Freeway. So, wo ist denn hier mein 60-Schuss? Okay, habe ich mich gerade versehen. Mit dem Ding kannst du halt auch nicht zielen, das ist das Problem. Kannst du bloß irgendwie drauf schießen und hoffen, dass du was triffst? Ne, jetzt macht er doch hier irgendeine Bergstraße lang. Na dann, schauen wir doch mal. Du kannst Wege fliegen, Kollege. Ah, jetzt dreht er sich nochmal. So, jetzt aber. Ja. So, zumindest ist er schon mal nah an Existenzminimum. Oh nein, jetzt habe ich natürlich noch Polizei am Hals. Das musste natürlich noch kommen jetzt. Gut, ich meine, wenn da irgendein Irrer mit einem Raketenwerfer rumschießt, dann sollte man als Polizist schon mal nachschauen, wenn man jetzt nicht völlig seinem Pflichtbewusstsein abgeschworen hat. Ich hoffe mal, der wird es gleich wieder lassen. So, bleib da. Bleib. Ah, trifft eh nix. War ja klar. So, du, lass mich mal machen. Und lass mich vor allen Dingen mal den Berg hochfahren. Eieiei, diese Kiste. Irgendwie vermute ich, dass man diese Verfolgung auch ein bisschen seichter haben kann, ein bisschen angenehmer. Ho, was machst du denn? Und das ging wieder alles daneben. Wunderschön. Ach du Schande.
Mein Leben! Mein Leben! Ich finde es total schrecklich, wie unfassbar schwer es einem die Polizisten auch machen hier in der Mission. Gut, also jeder Windstoß bringt mich jetzt um. Es sieht auf jeden Fall vorzüglich aus. Zumindest sind wir die Polizisten direkt wieder los und vielleicht können wir jetzt auch mal ein bisschen Abstand zu ihnen gewinnen. So, neuer Versuch. Komm schon. Wo ist er? Fahr mich ja nicht um. Ja! Ausgezeichnet. Diesen Feuerball kann Torino unmöglich überlebt haben. $18.000 für uns, von wem auch immer. Ich weiß nicht, wer uns das Geld gibt. Aber das ist mir gerade auch herzlich egal. Wir haben damit das letzte Mitglied des Locust Syndicates ausgeschaltet. Und damit ist dieser Handlungsstrang Geschichte. Allerdings stimmt das so nur bedingt. Ich hätte gern mal irgendein Fahrzeug. Hier, gib mir mal. Dankeschön. Das stimmt so nur bedingt. Aber was ich damit meine, werden wir erst sehen, wenn wir wieder raus sind aus San Fierro. Zumindest scheint es jetzt erstmal so, als hätten wir wieder Freiheit und könnten machen, was wir wollen. Und ich sehe gerade absolut gar nichts. Schande. Wo geht denn hier die Strecke lang? Fahr ich richtig? Ja. Einmal durch die Finsternis gefahren. Einmal Moria und zurück. So, und jetzt muss ich unbedingt speichern. Oh Gott, was war das denn? Jetzt muss ich unbedingt speichern. Mal sehen, ob ich überhaupt lebend ankomme bei meiner Werkstatt. Das war... Man könnte schon sagen, es war sehr knapp, ja. Vor allen Dingen, als die Polizisten hier, die kleinen Landcops, dann noch angefangen haben, auf mich zu schießen. Das war schon... Ich habe schon souveränere Missionen hingezaubert, das gebe ich zu. Na gut, dann schauen wir mal, es geht ja wirklich direkt auch hier gleich weiter. Mal sehen, in welche Richtung die Geschichte jetzt abdriften wird. Also ich weiß es natürlich, ich habe das Spiel schon so oft gespielt, ich kenne die Story natürlich, aber... Geben wir uns mal ahnungslos. Und freuen uns darüber, dass das Locust Syndicate damit ausgelöscht ist. Okay, zurück in San Fierro. Jetzt nur keinen Unfall bauen und irgendwie einfach zurück auf die Straße wiederkommen. War auch sehr interessant, wie der Lieferwagen sich hier abgerumpelt hat über die Schienen. Das hat mir nicht ganz eingeleuchtet, muss ich zugeben, was er da gemacht hat. So. Da sind wir wieder. Home, sweet home. Und dafür, dass es doch eine übelste Schrotthalde war, die uns Cloud hinterlassen hat, haben wir doch relativ viel draus gemacht. Und haben das doch zu einer Basis für unseren sozialen Aufstieg gemacht, nicht wahr? So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Yay, kaboom, boom. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Woozy is noch da! Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute.
Stimmt, die Mission hatte ich ganz vergessen. Hol das mit der Bombe bestückte Auto von der Bombenwerkstatt ab. Da war ja noch was. Und Woozy ist tatsächlich noch in Town. Ich dachte ja, er hat sich schon verabschiedet in sein neues Domizil. Aber der lässt uns nicht einfach so im Stich hier. Nein, der bleibt an unserer Seite und hilft uns hier auch noch das letzte bisschen vom Locust Syndicate zu vernichten. Na gut, dann schauen wir mal. Gut, dass wir unseren Triadenfreund haben. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ja, warum nicht? Schmeiß einfach mal ein Taxi durch die Gegend, ist okay. So, dann werden wir mal dieses Bombenauto holen und werden mal einen Freudenknall inszenieren in der kleinen Kokswerkstatt, der sich gewaschen hat. So, da sind wir. Hey man, is it ready? She's all set. Get in. Der schöne Tampa. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Ja, das hoffe ich doch. Also ich will nicht mit in die Luft fliegen dabei. Parke das Auto im Cracklabor. Das schöne Auto, ganz ehrlich. Also ich mag die Tempas. Oh, ich mag die Tempas total. Die sind irgendwie sau cool. Tempas und Slambands sind eigentlich so meine Lieblinge, muss ich sagen. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist der Remington. Den kann man nämlich in Los Santos ziemlich nett einlackieren. Und der gefällt mir dann auch ziemlich, ziemlich gut. Das sind eigentlich so meine Lieblingsfahrzeuge im Spiel, würde ich sagen. Und mir blutet immer das Herz, wenn ich den schönen Tampa mit der Bombe drin zur Vernichtung schicken muss im Cracklabor. Aber er stirbt ja für einen guten Zweck, immerhin. Das ist ja auch was. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wow. Mann, 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 Mann. Machen wir uns mal auf den Weg zum Labor. Ich weiß gar nicht, Woozy weiß diese Sachen einfach so. Er weiß, wo das Cracklabor steht und solche Sachen. Naja gut, warum nicht? Hätte man ja auch schon mal selbst machen können an seiner Stelle, ne? Ja, dieses Baseballfeld hier sehr interessant. Ohne jegliche wirkliche Tribünen, da steht halt so eine Holztreppe rum. So, da sind wir auch schon. Den Ort kennen wir. Denn als wir noch für das Locust Syndicate gearbeitet haben, haben wir hier schon mal eine Lieferung hingebracht. So, erledige die Wachen, kein Problem. Das geht schnell. Get out there and kill the fool! Und jetzt wird's kriegerisch. Holy shit. So, fahren wir alles über den Haufen, was geht. Wir müssen bloß aufpassen, dass die Kiste nicht in die Luft fliegt, denn die fliegt richtig in die Luft. Das ist das Problem dabei. So, den hat's auch erwischt. Gut. Schauen wir mal. Wir müssen eigentlich bloß sehr entschlossen zu unserem Ziel fahren, das ist alles. Und dann halt raus. Benutze die Rampe, um in das Cracklabor zu gelangen. Sehr gern. Ups, parke das Auto in der Nähe der Chemikalienbehälter. Wo sind die denn? Müssen wir ja durch das ganze Ding durchfahren? Alter. What the fuck so, is weg mit dir. Arbeiten die ja halb nackt? Oder hat das gerade getäuscht? Ich weiß es nicht. So, da sind wir. Raus aus dem Lagerhaus, bevor der Zeitzünder abgelaufen ist. Oh ja. Und doch so viel Zeit. 40 Sekunden. Na wunderschön. Hi. Oh Mann. Das war nicht die Waffe, die ich wollte. Aber gut. Na komm. Okay. Wir sind raus. Tut mir leid, mein Freund. Du hast es nicht geschafft. Flüchte durch das Haupttor. Das machen wir. Aber erstmal müssen wir da noch welche erledigen. Denn die finden das nicht so geil, dass wir ihre Arbeit in die Luft gejagt haben. Oh, hi. T-Bone ist tot. Ihr könnt es aufgeben, Leute. Echt jetzt? Muss ich mich auch noch mit Polizisten hier rumärgern? Wie kommen die denn hier rein eigentlich?
So, ist aber ganz nett. Da haben wir nämlich gleich ein Auto. Wir brauchen ein Auto, denn wir sehen hier vorne ist eine Rampe. Und ich glaube, irgendwo gibt es ja auch einen Wagen in dem Grundstück. Aber nehmen wir doch gleich den Polizeiwagen und verschwinden von hier. Auf Nimmerwiedersehen, Freunde. Fahr zurück zur Werkstatt. So, damit wäre auch das erledigt. Und jetzt sollte das Syndikat doch wirklich langsam vernichtet sein. Denke ich doch, oder? Gibt es noch was zu tun? Ich weiß es nicht. Erstmal $25.000 für uns. Mensch. Jetzt haben wir schon 150.000 zusammen. So langsam sammelt sich das Ganze.